Ja, Miro, was für ein Fußballspiel, Herztropfen inklusive. Dein Fazit, einfach nur glücklich? Na, man ist natürlich glücklich, dass wir den Sieg jetzt noch geholt haben. Und im Hinspiel hatte Jena Glück gehabt in der letzten Aktion. Heute war das genau umgekehrt. Der da oben gleicht dem Leben alles wieder aus. Und wir haben alle darauf gewartet, dass wir wieder so Fußballfeste feiern können. Und ja, zwei geile Fanlager, die für ihren Verein leben. Und wir sind sehr froh, dass wir heute mit dem Sieg hier wirklich mit der viel Stimmung sorgen können. Und absolut geiler Tag heute. Man muss ja nochmal, wenn man ins Fachliche nochmal reinschaut, so offensive Mannschaft habe ich selten gesehen. Du hattest ja alle Offensivkräfte irgendwie aufgeboten, die da waren, vielleicht auch aus der Not geboren. Anfangs hatte man nicht so den Eindruck, dass es aufgeht, aber zum Ende dann doch volle Kanne, oder? Na, ist es schon eigentlich aufgegangen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben unsere Sache eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben ein Problem nur gehabt, dass wir durch individuelle Fehler immer wieder den Gegner wieder ins Spiel geholt haben. Und ja, dann ist es natürlich schwer gegen so eine Spitzenklasse-Mannschaft, die Jena nun mal hat. Ja, dann brennt es immer gleich und wir wurden auch einmal gleich eiskalt bestraft. Und nachhinein, wir haben uns ja immer mehr ins Spiel reingefuchst und zweite Halbzeit war es einfach ein offenes Visier. Und dann mit dem Mut, mit unseren Fans im Rücken, also absolut geil. Und dann nochmal so ein Schluss. Ja, das ist eben Leutsch, ne? Das ist Wahnsinn und dann kriegst du fast ein Herz, Kasper, aber absolut geil, wir freuen uns heute sehr. Und was sagt man unserem Torhüter, der ja eine ungewohnte Schwäche bei diesem Fehlpass hingelegt hat, ist auch nur menschlich, oder? Mein Gott, Bälle hat uns so viele Punkte auch gerettet, also ich meine, wir haben bisher als Mannschaft immer alles aufgefangen und man darf auch nicht vergessen, zwei Dinge hat er auch natürlich auch pariert. Wir sind eine Einheit und da wird keiner fallen gelassen. Wir ziehen bis zum Ende. Man hat es auch gerade gesehen, egal ob 94. 95. Minute. Und da halten wir zusammen und dann, wenn dann es noch zu so einem Ende kommt, umso geiler ist es. Danke, hat richtig Spaß gemacht. Danke, dir auch. So, wir lassen laufen. Stefan, herzlichen Glückwunsch. Ja, gegen einen der Großen jetzt gewonnen. Wie viel Genugtuung steckt jetzt drin? Ja, endlich hat es mal geklappt. Das war ja in den anderen Spielen, waren wir knapp dran, haben es dann leider immer verpasst. Und das war ja eigentlich eine Kopie des Hinspiels, aber zum Glück für unseren Ausgang, besseren Ausgang. Du sprichst es gerade an, im Hinspiel stand nur wie begossene Pudel da, dir unterläuft da ein Handspiel, wo du eigentlich gar nichts machen kannst. 94 Minute, Siegtor für Jena, heute genau umgekehrt. Einfach nur glücklich? Ja, also klar bin ich glücklich. Ausgleichende Gerechtigkeit, würde ich sagen. Und der Fußballgott hat sich das gemerkt und das Wetter passt, die Sonne kommt raus, Stadion war voll. Was Besseres kannst du einem Fußballer nicht geben. Ey, was war das für ein Spiel und was war das für ein hammergeiles Tor? Wahnsinn. Aber wirklich unbeschreiblich. Allein das Spiel, ich habe schon in der ersten Halbzeit gesagt, als wir in der Kabine dann waren, war einfach ein geiles Spiel. Es hat Spaß gemacht, Fußball zu spielen heute bei der Atmosphäre. Es war überragend. Und dann das Ding noch so in den Knick zu hauen, das ist einfach unbeschreiblich. Wahnsinnsgefühl. Geil. Erklär das mal unseren vielen Daheimgebliebenen, auch die im Stadion das gesehen haben. Wo hast du den hergeholt? Ja. Das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich, wenn ich den 10-mal im Training so mache, geht er 10-mal hier in Damsitz eigentlich schon hier in eine Kurve rein, in eine Gerade. Aber ja, manchmal triffst du, da gibt es solche Tage, da triffst du einfach perfekt und dann geht er in Knick. Und heute war so ein Tag und mein Papa hat schon vor dem Spiel zu mir gesagt, ich habe heute ein Riesengefühl und irgendwie hat sich das bewahrheitet. Sollte häufiger sagen vielleicht. Wir sollten ihn zumindest mal vorher befragen, ne? Ja, definitiv. Zum Spiel selber, Fußballerherz, was willst du mehr, oder? Ja, definitiv. Also ich denke, wir haben heute wieder alles rausgehauen, die Mentalität hier gezeigt, haben aber auch Fußball Wahnsinn, gespielt. Wahnsinn, hier, Dennis Hilfel. Du kommst auch nochmal her, bitte. Hatte die Eier in der Hose, das Ding hier noch reinzuhauen, Elfmeter in der letzten Minute, das musst du auch erstmal haben. Und generell das ganze Spiel, also einfach geil. Ich denke, jeder, der hier war, der kommt auch wieder und das ist ja unser Ziel jedes Mal. Bälle, erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie groß ist der Stein, der runtergeplumpst ist? Nach ja, bei mir mega, schon mit dem... Mit dem Unentschieden war ich eigentlich zufrieden, weil zum einen die Leistung gestimmt hat und natürlich war ich froh, dass die Mannschaft meinen Fehler ausgebügelt hat. Dass wir dann einen Elfmeter bekommen, kam glaube ich auch noch nicht so oft vor in der Saison. Deswegen ist mir einfach ein Riesenstein vom Herzen gefallen und ja, bei Dennis bin ich mir eigentlich auch recht sicher, dass er reingeht. Hat einen super Abschluss. Ja, und von daher bin ich, wie gesagt, einfach mega erleichtert, dass die Mannschaft also meinen Fehler ausgebügelt hat. Jetzt muss man da gar nicht so groß hin und her, aber wie passiert sowas? Dir passiert das sowas eigentlich nie und heute so ein Bock? Zwei Gedanken. Eigentlich wollte ich den gar nicht irgendwie hinten rausspielen, sondern vorne auf den Zielspieler gehen. Dann hatte ich Blickkontakt mit Bu. Der hat angezeigt, komm, lass doch spielen. Und dann irgendwie so zwei Gedanken im Kopf, von denen keiner so richtig überzeugend war. Und dann kommt halt so eine Krutze bei rum. Ja, wir haben gerade über dich gesprochen. Bu ist jetzt auch im Fernsehen. Du warst schuld an dem 0-1.
Ich war schuld. Ja, du hast angezeigt, dass... Ja, er hat mich dazu gedrängt, den zu spielen, deswegen. Ja, aber eigentlich klappt das ja normalerweise, wenn ich Bälle dränge. Diesmal halt nicht. Es klappt sogar auf der 3, aber auf der 1 nicht so. Jetzt haben wir euch gleich beide beisammen. Du machst natürlich endlich mal auch wieder ein schönes Freistoßtor. Ja. Man muss ja lange überlegen, wer schießt. Da stehen ja nun mehrere Experten zusammen. Das war dann geklärt oder musstest du... Wie musst du dich durchsetzen in dieser Runde der Freistoßschützen? Nee, ich habe mich ja beim ersten schon angemeldet. Da war ja einer direkt dieselbe Position, also gleiche Position. Masti hat ihn dann geschossen. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt schieße ich. Anton Kanter kam an, aber da habe ich gesagt, komm, mach die ab, den nehme ich jetzt. Und hat ja zum Glück geklappt. Ja. Schön flach ins Eck, konnte er nicht halten, oder? Nee, ist ja meistens bei meinen Schüssen so, dass die eigentlich unhaltbar sind. Die Frage an euch, die Frage an euch beide nochmal kurz zum Spiel. War ja alles dabei, was man sich vorstellen konnte. Wie sehr leidet man denn da? Also du nach deinem Fehler, dann kommt 1-1, 1-2 und dann haben die so 10 Minuten die Oberhand. Das ist dann schon ein scheiß Gefühl und dann dreht man es plötzlich. War alles dabei heute? Weil es so oft hin und her ging, hat man gar nicht die Zeit, sich da großartig mit den einzelnen Situationen zu befassen. Und ich glaube, das spiegelt auch... Einfach so das Hinspiel perfekt wieder. Ich glaube, das Hinspiel haben wir nicht wirklich verdient verloren. Und heute konnte man einfach dafür Revanche nehmen. Deswegen finde ich, passt das eigentlich ganz gut zum heutigen Gegner. Wie hast du es wahrgenommen? Waren ja doch viele Duelle. Du bist auch ein paar Mal zu Boden gerammt worden. War auch alles dabei. Tut es jetzt richtig weh gerade? Nee, jetzt ist das Adrenalin immer noch im Körper und die Emotionen, die vertuschen das gerade. Aber ja, super facettenreiches Spiel, einfach hin und her. Mal hatte jener die Überhand, mal wir. Ich fand, erste Halbzeit waren wir richtig gut drin eigentlich. Zweite Halbzeit, dann hat das jener stark gemacht, haben uns dann reingedrängt. Aber ja, wie wir dann trotzdem zurückkommen, überragend. Einfach nur Hut ab vor der Teamleistung. Hat richtig Spaß gemacht, vielen Dank dafür. Ja. Ja, Lukas, Mensch, solche Spiele erlebt man nicht allzu häufig, würde ich jetzt mal behaupten. Da war irgendwie alles dabei, oder? Tatsächlich das erste Mal, weil ich jetzt 2 Jahre fast hier bei Chemie bin. Ich glaube, es waren noch nie Auswärtsfans dabei, es war noch nie ausverkauft, es war noch nie annähernd so ein geiles Spiel dabei, meiner Meinung nach. Und ja, hat Spaß gemacht. Wie weh tut es jetzt gerade? War ja sehr intensiv, auch von der Zweikampfführung her? Ja, war ein intensives Spiel, aber es vielleicht erst morgen tun die Knochen weh. Heute geht es jetzt noch, heute überwiegt die Freude, das Adrenalin. Es passt gut. Es war ja alles dabei, habe ich schon gesagt. Mal hatte Jena 10 gute Minuten, 15, wo sie uns im Griff haben. Mal machen wir dann. Also es war ein sehr wechselreiches Spiel. Man kam auch gar nicht irgendwie zur Ruhe. Wie hast du es denn empfunden? Ja, es war schon sehr intensiv. Ich denke, wir hatten ab und zu eine Situation drin, wo wir ein bisschen unruhig waren, wo wir nicht den Ball gut laufen lassen haben. Wo wir Jena wieder ein bisschen stark gemacht haben in manchen Situationen. Auch mit dem zeitigen Gegentor in der ersten Halbzeit. Das war wirklich dumm. Aber grundsätzlich, denke ich, haben wir nie aufgesteckt, das hat man gemerkt. Ich denke, auch Jena hat gewusst, es kann immer brennen. Und wir haben an uns geglaubt. Und geil, dass es jetzt wirklich eigentlich so eine Wiederholung des Hinspiels nur andersrum war. Das war wirklich überragend. So, Dennis, na, erstmal Glückwunsch. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade an? Wie fühlst du dich an? Wie fühlt es sich denn für dich an? Super, also es ist ein super Gefühl. Wie fühlst du dich an? gerade direkt nach dem Tor. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass sogar abgepfiffen wurde direkt danach. Das ist unfassbar. Fehlen noch ein bisschen die Worte, muss ich sagen, weil ich sowas auch noch nicht erlebt habe. Das ist ein mega Gefühl. Ich bin froh, dass er dann am Ende drin war. Deswegen ist einfach nur geil heute. Ich habe ein bisschen gestaunt, dass du den Ball geschnappt hast, eingewechselt. Hat es ja nicht so viel jetzt vom Spiel sozusagen mitbekommen als direkt aktiver, dass du da schon so sicher warst. Erzähl mal, bist du so ein sicherer Strafschussschütze? Naja, ich muss sagen, dass auch in so Trainingsspielen bin ich eigentlich gerne der sich auch mal den Ball dann nimmt, weil ich klar, als Stürmer will zu Tore schießen, das ist das eine. Und zum anderen war ich eigentlich jetzt immer, wenn ich auch mal einen geschossen habe, relativ sicher. Und als ich einen Ball in der Hand hatte, war ich mir eigentlich auch schon sicher, dass ich den jetzt reinschieße. Hatte dann noch mal kurz mit Lukas gequatscht, der dann aber auch gesagt hat, dann hau ihn einfach rein. Und zum Glück hat es dann funktioniert. Und ein größeres Glücksgefühl kann man sich erstmal gar nicht vorstellen, oder? Nee, überhaupt nicht. Also gerade jetzt auch für mich, dass ich mal wieder treffen konnte, auch hier von heimischen Fans, ist super. Dass wir 3-2 gegen eine Top-Mannschaft der Liga in der letzten Minute gewinnen konnten, ist mega. Und dann natürlich, dass wir diesen unfassbaren Fans nochmal was zurückgeben konnten, die das natürlich auch gefeiert haben, wie ein Aufstieg wieder. Einfach nur geil. Das ist ja nun heute dein Ex-Verein, gegen den du gespielt hast. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Gibt es da sowas wie Genugtuung oder sagst du es rein sportlich, alles okay? Nee, tatsächlich nicht. Also gespielt habe ich ja tatsächlich damals nur in der zweiten Mannschaft. Habe dann mal eine Chance in der ersten bekommen, aber also was den Ex-Verein angeht, sehe ich das nicht so eng. Also das hat halt damals einfach nicht gereicht. Deswegen habe ich da jetzt auch kein böses Blut gegen den Verein. Ich mag den Verein trotzdem, weil ich ja wie gesagt auch aus der Region komme. Aber das ist für mich, wie gesagt, wenn ich da ein Tor schieße, ist wie gegen jeden anderen Verein auch.
Vielleicht mal noch ein Wort zu deiner Gesamtsituation. Man kann natürlich nicht zufrieden sein, wenn man von der Bank kommt, wie jetzt in der letzten Zeit. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende, aber wie ist es für dich gelaufen und wie denkst du, dass es weitergeht? Ja, ich denke mal, eigentlich ging es relativ vernünftig los. So. Ich hatte einen Platz in der ersten Elf. Dann war es immer mal wieder so ein bisschen schwankend, was sicherlich auch an mir lag. Vielleicht auch so ein bisschen vom Kopf, naja, nicht ganz bei der Sache, aber so ein bisschen blockiert, auch durch die letzten Jahre, dass nicht so gut lief. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt zum Ende der Saison noch mal ein, zwei Tore beisteuern kann und vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Startelf-Einsatz bekomme und dass das dann alles wieder so ein bisschen bergauf geht. Du hast ja Vertrag noch ein weiteres Jahr. Das heißt dann neu angreifen. Genau, also so ist stand jetzt die Planung. Ich habe den Vertrag und dementsprechend ist das dann so, ja. Na, wir hoffen ja alle, dass es noch besser läuft und noch mehr Buden kommen. Dankeschön. Hallo. Hallo. Ich möchte auch noch ein Wort mit dir sprechen, bitte. Ja, bitte auch mal. Ja. Das ist immer die geballte nicht, Expertise. Nicht so oft, ja. Naja. Nur bei, wenn wir gewinnen. Nee, weil du so scheu bist. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, macht ja auch Miro dann meistens, aber er hat mir schon erklärt, wie das alles zustande gekommen ist. Aber erzählst du nochmal aus deiner Sicht. Also es war doch ein Wahnsinnsspiel, das hat man nicht so oft. Ja, das war ein gutes Spiel von uns. Wir hatten, sag ich mal, wir waren sehr flexibel im Spielaufbau. Haben dann natürlich durch ein blödes Tor sind wir in Rückstand gegangen. Dann ist die Mannschaft zurückgekommen. Und ja, das ist halt das, was die Mannschaft auszeichnet. Kämpfen bis zur 90. Minute, Vollgas geben. Dann haben sie sich heute auch mal belohnt, weil im Hinspiel haben wir unter 90. plus 4 ein Gegentor bekommen durch einen Elfmeter. Und die Mannschaft hat das heute bravourös gelöst, muss man einfach so sagen. Jeder, der auf dem Platz stand. Jetzt habe ich am Anfang ein bisschen gerätselt, spielt ihr mit Dreierkette oder was passiert dort? Also ich habe wirklich nur drei gezählt und Masti stand dann mal rechts hinten, Brücke stand rechts hinten, aber das war sehr flexibel angelegt irgendwie oder habe ich bloß keine Ahnung? Also, sag's ruhig. Ja, alles gut. Also wir haben schon eine Viererkette gespielt. Unsere zwei Achter sind dann immer quasi in die Dreierkette rein. Die Außenverteidiger sind hochgezogen und haben das gut gemacht, Alex und Masti im Tausch. Und so wusste der Gegner auch nicht, wie sie anlaufen sollten. Also wie ich. Genau. Nee, da waren wir schon sehr flexibel. Das haben wir gut gemacht, muss man ehrlich so sagen. Und dann ist mir auch aufgefallen, es waren heute so viele Offensive wie eigentlich nie zuvor in der Startelf. Wenn ich die fußballerische Qualität angucke, da wird es einem ja fast unheimlich. War das jetzt aus der Not geboren oder habt ihr einfach gesagt, nee, das riskieren wir jetzt, wir wollen ja auch gewinnen? Na gut, Brücke hat ja heute hinten rechts gespielt. Einfach, weil er ruhig am Ball ist und weil er einen Ball handelt und weil er auch den Ball sehr gut weiterverarbeiten kann. Ne? Das muss man einfach mal so sagen. Und ja, wir haben immer Qualität auf dem Platz. Ja? Das war gut. Das habe ich auch nicht bezweifelt, aber ich sag mal, fußballerisch ist das schon, kann sich schon sehen lassen. Ne? Da haben wir ja nun einige in der Mannschaft. Und heute waren, glaube ich, so haben wir auch noch nie zusammengespielt, meiner Meinung nach. Also das weißt du besser, aber könnte mich jetzt nicht erinnern, dass die alle zusammen so in der Startelf standen. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber in dieser Grundordnung haben sie noch nicht zusammengespielt. Ja, wir müssen es einfach heute genießen. Am Mittwoch spielen wir in Auerbach. Das wird ein harter Fight, da wollen wir noch ein paar Punkte mitnehmen. Also ich glaube, die Mannschaft wird es so heute genießen. Ich freue mich auch für den Dennis Hebel, dass er, der Eisvogel, das Ding da reingemacht hat. Ne? Dann pack die Skier ein und einen Skianzug und dann sehen wir uns in Auerbach. Danke. Ja, ja.